Herzlich willkommen auch heute am Freitag wieder zum Videokanal des Reha Vital Düsseldorfs für unsere Übung. Das ist mittlerweile schon die 20. Übung mit unseren Leinenbeuteln. Also eine riesen Sammlung von Übungen, die ihr immer wieder in verschiedenen Varianten, Kombinationen machen könnt. Wir brauchen heute zwei Beutel und nicht so viel Gewicht. Deshalb habe ich heute mal wieder Bücher in meiner Tasche. Und zum Ende der Woche machen wir wieder eine Kombination einer Übung. Und zwar kombinieren wir stehen breit, die Taschen sind vorne, den Squat, so heißt die breite Kniebeuge, mit einem sogenannten Frontheben. Also die Taschen nach vorne heben. Wenn ich nach unten gehe, hebe ich auch die Taschen. Die Arme sind relativ gestreckt, aber nicht ganz durchgestreckt, sondern wie immer leichte Beugung in den Gelenken. Ich mache es nochmal von der Seite. Ja, beim Runtergehen gleichzeitig die Arme nach vorne. Wir hatten schon mal die Taschen seitlich gelegt, wir hatten schon mal den Squat alleine gemacht. Jetzt kommt eben die Kombination. Dreimal 40 Sekunden seid ihr bereit. Ich denke so wie immer, ja, dann geht's los. Runtergehen, Arme nach vorne, Front heben für den vorderen Teil der Schultermuskulatur und natürlich, wenn wir die Kniebeuge da machen, für die Beinmuskulatur. Euer Herz-Kreislauf-System wird sich auch wieder melden, dass ihr vielleicht ein bisschen außer Atem kommt, weil wir haben ja wieder viele Muskelgruppen. Schulter ist zwar nur ganz klein, aber da unten die Beine. Die sind groß. Da merkt ihr auch, dass so ein kleines Gewicht durchaus ausreicht. Letzte Mal. Und lockern. Lösen. Wunderbar. Seid ihr schon wieder bereit? Ich bin's, also ihr auch. Wer es noch nicht ganz ist, kurz Stopp drücken. Aber das wisst ihr ja mittlerweile alles, ne? Wie ihr da variieren könnt. So, los geht's. Die zweiten 40 Sekunden. Runtergehen und nach vorne heben. Denkt daran bitte, dass der Rücken gerade bleibt. Ich stelle mich nochmal seitlich. Der Rücken ist gerade. Der Po geht tief. Ein wenig wie Daisy Duck. Ne? Popo geht nach hinten raus. Ein Gefühl, als hätte man ein leichtes Hohlkreuz. Das ist aber wichtig. Noch zweimal. Und nochmal. Und lösen. Das war der zweite Durchgang. Jetzt kommt der letzte Durchgang vor dem Wochenende, was wir uns dann aber auch verdient haben. Breitstellen. Und los. Ellbogen bleiben leicht gebeugt. Po geht tief. Knie bleiben bitte über den Fußspitzen. Nicht, dass ihr reingeht, sondern über den Fußspitzen. Knie bleiben außen, heißt das. Sonst freuen sich irgendwann eure Knie. Dreimal noch. Einmal, zweimal, dreimal halten und lösen. Das Ganze absetzen. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Kombiniert fröhlich die Übungen übers Wochenende. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.